gibt hier ganz viele, diese Blüte hier. Das ist ein Erlebnispfad bei Tätschnern. Leider gibt es hier nichts, wo man was trinken kann. Es gibt zwar irgendwo einen Käseverkauf, aber haben wir es so nicht gesehen. Aber es ist jetzt noch Anfang April, vielleicht ist alles noch nicht so geöffnet. Und hier kann man auch, also da kann man hier auch rein, ne? Ja, das ist natürlich eine Schweinerei, dann packen die es ein. Das finde ich noch viel schlimmer, das Plastik. Plastik, weißt du noch, in China haben sie die Ente, die tote Ente, die innen lauter Plastik hatte, hatte ich mal übers Internet, über Facebook veröffentlicht. Ganz schlimm. Stieleiche. Ich habe jetzt gelesen, Stielleiche. Gedacht, das ist so ein Leichengrab. Und warum Stiel? Sieht ja nach gar nichts aus noch. Aber hier pflanzen sie ja neu, die Kleinen. Haben ja auch viel abgerodet. Gewidmet Pater Bernhard Rehm. 2013. Wo? Da oben. Wo denn? Ja, wenn es so ist, jetzt geht es in die Tanne rein. Oh, ich sehe kein Eichhörnchen. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Wo da hinten? Ja, das ist jetzt in den Baum rein, in die Tanne. Na, da oben irgendwo ein Eichhörnchen. Naja. Mhm. Da, das ist so gesund hier, Löwenzahnwurzel. Aber wenn man es ganz unten packt, müsste man es eigentlich mit rauskriegen, mit der Wurzel. Ganz unten. Oh, ja, das ist die beste Medizin. Na, wo ist sie jetzt hier? Diese Wurzel. Trocknen lassen und dann essen. Das Kraut natürlich auch, wenn es noch so jung ist. Ist sehr lehmig, die Erde hier, also. Und noch ganz feucht. Ich sehe natürlich jetzt aus wie ein Schwein. Aber das ist hier die Wurzel. So, und das machen wir jetzt in die Tüte rein. Und die Tüte. Da habe ich schon viel Lehm dabei. So, oh, sieht aus da. Schöne feuchte Erde, gesunde Erde. Und das ist ein Holzwurm. Ach so, auf meiner Terrasse, du, habe ich dir noch gar nicht gesehen, gesagt. Hatte ich heute so unter dem Blumentrögen, ne? Mhm. Habe ich Dings gesehen, so wie Sägemehl. Ich habe den, weil das ein ganz Holzwurm, altes Zeug. Ein Holzwurm, die alte wird deswegen immer Staub unten haben. Ach so, ja, muss ich dem Besitzer jetzt sagen? Wenn ich dir sage, ja, du. Ja, ein Holzwurm dann. Ich habe einen Holzwurm und jetzt denkt ich habe der Dreck kommt von mir. Dabei ist es. Muss ich sagen, dass ein Holzwurm ist. Muss ich nächstes Mal sagen, die wollten das sowieso neu machen lassen. Guck mal. Man kehrt aus Wäldern wie aus einem Traum zurück. Und hofft auf Frieden, Geborgenheit und Glück. Fridolin Tschudi. Hört sich ausländisch an, Tschudi. Ja? Tschudi. Das muss indisch sein. Nee, Tschudi ist ein Ach, guck mal, hier gibt es irgendwas, aber vielleicht ist es im Winter nicht geöffnet. Eis, frischer Apfelsaft, 150 Meter rechts. Naja, vielleicht haben wir doch noch Glück. Und da gibt es den Käse. Die also da am Wochenende aufhaben, schätze ich. Ach, das kam doch nicht von da oben rein? Kam doch nicht von da oben rein? In Waldpädagogikverein, freiwilliger Beitrag. Nehmen wir den Rogentaum, ja. Doch, da oben ist doch das Pony wieder. Ja, aber wir liefen dann da oben vorbei, Panja. Wir sind so rum, guckt und. Ja, ich sag doch guck, auch nicht. Da drüben siehst du es. Ah ja. Da sind die offen. Ich habe ja nur gesagt, wir kamen daher. Ja, ja, ich habe ja nicht gesagt, dass wir da irgendwie gelaufen sind. Ja. Und diese Pilze, die an denen sitzen, ja, die sind sehr, sehr dünn, die Stämme. Ne? Ja, das sind ganz dünn. Und da ist so ein Wunderpilz, der gegen Krebs und gegen alles Mögliche ein Schutz bildet. Da hat die auch noch ein bisschen größer.
Guck mal, hier sind auch die Kiesel, das wäre auch was für meine. Das sind eigentlich auch so Steine, die man brauchen könnte, ne? Eigentlich ja. Der arme Alte hier, guck mal. Oh, schöner armer Baum.